Hallo, willkommen zu Fintipps hier bei 3xM. Und heute bewegen wir uns wieder mal im Genre des Action-Thrillers. Und zwar mit zwei Filmen aus den 90er Jahren. Beide Filme sind, was die Schauspieler angeht, wirklich top besetzt. Und bei beiden Filmen sitzt auf dem Regiestuhl jeweils eine Person, die genau weiß, worauf es in diesem Genre ankommt, um einen guten Film zu machen. Beim ersten Film ist es Renny Harlin und beim zweiten Film, den ich heute vorstelle, ist es der Regisseur Tony Scott. Und da fangen wir gleich mal mit dem ersten Film an. Und der erste Film ist vielleicht der etwas unbekanntere von den beiden. Der Film ist aus dem Jahre 1996, geht ca. 116 Minuten und die Altersfreigabe ist FSK 16. Und wie ich eben schon erwähnte, Regie führte der aus Finnland stammende Renny Harlin. Und Renny Harlin hat unter anderem noch Filme gemacht wie Stirb langsam 2 mit Bruce Willis oder Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Des Weiteren noch Deep Blue Sea und den Film Mindhunters. Also durchaus bekannte Filme, gute Filme. Und ich denke mal, von den eben genannten werde ich den einen oder anderen bestimmt hier in diesem Filmformat noch mal ausführlicher vorstellen. In den Hauptrollen sind Gina Davis und Samuel L. Jackson, also wie bereits erwähnt, durchaus top besetzt der Film. Der Film ist als Blu-ray und DVD erhältlich. Beim Streamingdienst könnte es schwierig werden. Ich habe jetzt so keinen Streamingdienst gesehen, wo man diesen Film abrufen kann. Müsst ihr einfach mal schauen bei dem Streamingdienst, den ihr nutzt. Vielleicht habt ihr da mehr Glück. Könnte eventuell aber, was Streaming angeht, etwas schwieriger werden. Der Film hatte ein Budget von ca. 65 Millionen Dollar und spielte weltweit ca. 90 Millionen Dollar ein. Und so von den Zahlen her kann man sagen, naja, jetzt war es nicht der ganz große Erfolg. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen, wie ich im weiteren Verlauf jetzt gleich sagen werde, wirklich unterhaltsamen, guten Action-Thriller, der, ja, man kann sagen, so von der Action her typisch für die 90er Jahre durchaus steht. Und zwar geht es um den Film Tödliche Weihnachten mit Gina Davis und Samuel L. Jackson aus dem Jahre 96. Ja, worum geht es in diesem Film? Jahrelang konnte sich Samantha Cain nicht an ihre Vergangenheit erinnern, da sie unter Amnesie leidet. Dann erfährt sie, auch durch Zufall, dass sie als Killerin früher für die CIA gearbeitet hat. Jetzt wollen ihre früheren Auftraggeber sie aber ausschalten, weil im Zusammenhang mit ihrem letzten Auftrag ja nicht alles korrekt abgelaufen ist, vor allem auch durch korrupte Beamte. Und jetzt haben sie also Angst, diese verantwortlichen Beamten, dass Samantha diese Verschwörung jetzt aufdecken könnte. Mit Hilfe des lockeren und sprücheklopfenden Privatdetektivs Mitch Hennessy will sie nun ihre Vergangenheit aufarbeiten und das Geheimnis um ihren letzten Auftrag aufklären, was beide aber in tödliche Gefahr bringt. Das ist so die Handlung dieses Films. Und ich muss sagen, ich kann dir gleich mal sagen, wie ich den Film so bei meiner Bewertung einordne, bei meiner dreistufigen. Es ist für mich ein sehr guter, unterhaltsamer Film im Genre des Action-Thrillers. So kann ich das durchaus beschreiben. Kategorie Lieblingsfilm ist er jetzt nicht ganz, er steht kurz davor. Aber so in die zweithöchste Kategorie habe ich ihn jetzt noch nicht getan. Und natürlich in meiner symbolischen Top 50 ist er natürlich auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung hier in diesem Format wert, weil ich ihn einfach sehr gut und sehr unterhaltsam finde. Was macht diesen Film aus? Die Story mag jetzt vielleicht ja nicht sehr überraschend klingen. Für einen Action-Thriller ist sie aber durchaus gut gemacht. Es sind einige gute Ideen in der Story, was ich jetzt nicht so erwähnen konnte bei der Inhaltsangabe, so kleine Wendungen.
Also es ist schon durchaus abwechslungsreich. Der Film bietet gute Action, vor allem gute handgemachte Action, was ja noch typisch für die 90er Jahre war. Da gab es zwar schon hier und da Computereffekte, aber es war noch nicht so wie im neuen Jahrtausend, sage ich mal, und vor allem in den letzten Jahren, wo ja fast alles computeranimiert wird, ob es jetzt die Landschaft ist, der Hintergrund ist, ob es Autos sind, ob es Explosionen sind. Es ist ja heute fast alles aus dem Computer und da ist es ja richtig wohltuend, wenn man noch echte Dinge sieht, die explodieren, echte Dinge sieht, die fahren und vor allem auch echte Sets noch sieht, die aufgebaut worden sind oder wo gedreht worden ist. Das ist dann schon sehr wohltuend. Ja, was macht den Film noch aus und vor allem sehr unterhaltsam? Und das ist das Zusammenspiel von Gina Davis und Samuel L. Jackson in ihrer jeweiligen Rolle. Beide, ja, sind ziemlich unterschiedlich, nicht nur weil es Mann und Frau ist, auch von ihrer Art her, von wie sie sich geben, wie sie reden und wie sie so drauf sind, sehr unterschiedlich. Und das ist so, findet man ja häufig so bei Buddy-Movies, wo unterschiedliche Charaktere sich zusammenreißen müssen oder zusammenarbeiten müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und so ist es hier ungefähr auch. Und eben, da sie so unterschiedlich sind, kommt es zu wirklich herrlichen, witzigen Dialogen, die ja immer on point sind, die passend sind, die nicht einfach da sind, nur jetzt um ein bisschen cool und witzig zu klingen. Nein, sie passen zur Situation. Sehr unterhaltsam, muss ich wirklich sagen. Und vor allem auch Samuel L. Jackson in seiner Rolle als Privatdetektiv Mitch Hennessy. Da haut er immer mal so richtige One-Liner raus. So richtig gute Sprüche, die auch wirklich fast immer optimal passen und nie aufgesetzt wirken. Und diese Kombination von einer wirklich unterhaltsamen, guten Action-Thriller-Story mit kleinen Überraschungen, mit guter, handgemachter Action, dazu das Duo Gina Davis, Samuel L. Jackson, die sich wirklich schönen Dialogwitz geben. Und überhaupt Samuel L. Jackson in der Rolle des Privatdetektivs ist einfach wunderbar. Ja, ich will nicht sagen komisch, aber wunderbar so. Er kommt so cool rüber in seiner Art. Und dann ist er doch wieder so ein bisschen zurückhaltend. Wenn es dann ernst wird, hat er doch ein bisschen Angst oder so. Also die Rolle ist wunderbar ausgefüllt von Samuel L. Jackson. Und das ganze Paket, was ich eben genannt habe, das ergibt wirklich kurzweilige Unterhaltung. Der Film geht fast 2 Stunden. Ja, die vergeht im Flug. Es ist immer was los. Es ist Abwechslung. Es kommt keine Langeweile auf. Der Film hat auch so keine Längen. Also ich kann es absolut empfehlen für diesen unterhaltsamen Film. Und so auf der technischen Seite, Kamera, Schnitt, Ton, alles absolut okay. Teilweise auch überdurchschnittlich. Die Kamera finde ich teilweise sehr gut. Also ein rundum schönes Paket für das Genre des Action-Thrillers. Wer sowas mag, 2 Stunden schöne Unterhaltung, ist hier optimal aufgehoben. Deswegen meine Filmempfehlung heute bei diesem ersten Film, Tödliche Weihnachten. Ich denke mal, da hat man eine schöne Unterhaltung und viel Spaß. Ich finde es einen sehr guten, unterhaltsamen Film. So, und da kommen wir mal dann heute oder jetzt zum zweiten Film von heute. Und der zweite Film, ja, der ist aus dem Jahre 1998. Der ist durchaus bekannter vom Namen. Geht ca. 130 Minuten und die Altersfreigabe ist FSK 12. Regie führte, wie ich am Anfang erwähnte, der Regisseur Tony Scott. Und Tony Scott ist unter anderem verantwortlich für Filme wie Last Boy Scout mit Bruce Willis oder Top Gun mit Tom Cruise. Dazu noch Beverly Hills Cop 2 und True Romance. Also durchaus tolle Filme, gute Filme. Und ich denke auch hier von den eben genannten werde ich irgendwann den ein oder anderen bestimmt hier mal in diesem Filmformat ausführlicher vorstellen. In den Hauptrollen Will Smith, Gene Hackman und Lisa Bonet. Wie gesagt, auch der Film sehr gut besetzt. Und zu der Besetzung muss man noch sagen, so ein kleiner Funfact am Rande. Für die Rolle, die Will Smith in diesem Film spielt, waren eigentlich
Mel Gibson und dann Tom Cruise vorgesehen. Und bei Tom Cruise muss man sogar sagen, da war sogar der Vertrag schon unterschrieben. Es war alles fix und fertig. Aber Tom Cruise konnte dann den Dreh nicht beginnen, weil der vorherige Dreh, wo er noch, sage ich mal, involviert war, und zwar der Film Eyes Wide Shut, ich glaube, von Stanley Kubrick ist der Film, der zog sich in die Länge, der Dreh. Also der war nicht terminlich fertig und somit konnte Tom Cruise eben nicht bei diesem Film hier einsteigen. Also so ein kleiner Fun Fact, wenn der Film Eyes Wide Shut pünktlich fertig geworden wäre, wäre Tom Cruise in der Hauptrolle gewesen. Aber so ist es Will Smith und ich muss sagen, Will Smith passt in diese Rolle. Wenn man sich den Film anschaut, ich habe ihn schon so oft gesehen, kann man sich eigentlich keinen anderen so in der Rolle vorstellen. Vielleicht kommt es dadurch, dass man den Film eben so kennt mit ihm. Aber Will Smith passt optimal in die Rolle bei dem Film Der Staatsfeind Nummer 1 aus dem Jahre 1998. Ja, worum geht es in diesem Film? Bei den Fakten noch erwähnen, Film natürlich als Blu-ray und DVD erhältlich und je nach Streamingdienst, da müsst ihr schauen, ist dieser Film auch abrufbar. Das nochmal zu den Fakten. So, worum geht es in dem Film? Robert Clayton Dean ist Anwalt und gerät ahnungslos in den Besitz eines Videos. Das Video zeigt, wie ein Top-Beamter des NSA-Geheimdienstes mit einem Mord in Verbindung gebracht wird. Damit das nicht bekannt wird und rauskommt, ist Robert Clayton Dean jetzt im Visier von skrupellosen NSA-Agenten, die nach und nach, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Film, was auch den Film dann auch ausmacht und so interessant macht, die nach und nach sein Leben zerstören. Und zwar das Berufliche, seine Ehe, seine Familie und überhaupt, sie wollen seinen guten Ruf zerstören, um ihn eben unglaubwürdig zu machen. Dies geschieht mit modernsten Hightech-Überwachungsgeräten unter anderem. Und der Überwachungsexperte Brill ist der Einzige, der ihm noch helfen kann. Zusammen stellen sie sich der NSA oder gegen die NSA und starten einen Gegenangriff. Das ist so die Handlung dieses Films. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, den Punkt, wie der Geheimdienst, wie die NSA, ja, das Leben Stück für Stück eines wirklich geachteten, guten Anwalts zerstört. Und das alles spielt sich ab in einer wirklich cleveren Story, die einige tolle Ideen enthält, die die Story vorantreiben, die so kleine Wendungen enthalten. Und das Ganze von Tony Scott ist sehr, sehr spannend inszeniert. Der Film geht über 2 Stunden. Auch hier bei dem Film wie beim vorherigen keine Langeweile, keine Längen. Die Geschichte fesselt ein und das ist einfach, ja, das ist einfach toll bei diesem Action-Thriller. Und nochmal darauf zu kommen, man muss sagen, beim Dreh dieses Films hat man Experten herangezogen, hat sich Tony Scott auch Experten zu Rate gezogen. Ob das alles, was vor über 20 Jahren eben in diesem Film auftaucht, dass das alles auch damals schon in Verwendung bei Geheimdiensten ist, dass es das auch schon gab, diese Überwachungsmethoden, diese verschiedenen Dinge, die es da gibt, die ganzen Abläufe im Geheimdienst, wie man eben das Leben eines Menschen zerstören kann, den Ruf ruinieren kann, wie das abläuft alles, um einen Menschen unglaubwürdig zu machen. Da hatte man am Set jeweils Experten, die einen beraten haben. Und wenn man das sich heute anschaut, der Film ist über 20 Jahre alt, und das sagt man selbst heute noch, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Wow, was ist da los? Was machen die? Und dann überlegt, Moment mal, wir haben ja über 20 Jahre weiter. Wie läuft denn das heute ab? Mit der heutigen Technik, mit der heutigen, sag ich mal, ganzen Internet- und Informationstechnologie. Wenn das damals schon so krass war.
Ne? Wer den Film schon gesehen hat, gerne eure Meinung in den Kommentarbereich zu den beiden Filmen und auch vielleicht speziell zu diesen ganzen Überwachungsmethoden und wie man die ja heute sehen kann. Weil das gab es damals schon, definitiv. Und wie ist das denn heute? Das ist ja heute dann noch eine obendrauf und noch eine Möglichkeit obendrauf, wie die Geheimdienste heute arbeiten. Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant, dieser Punkt bei diesem Film. Ja, handwerklich brauchen wir nicht drüber reden. Tony Scott Filme durch die Bank weg. Kamera, Ton, Schnitt, alles überdurchschnittlich, alles sehr gut. Vor allem die Kamera, die auch aus verschiedenen Entfernungen dann manche Dinge aufnimmt, wenn eben Will Smith in der Rolle von Robert Clayton Deans auch beobachtet wird. Und es ist schon wirklich ganz toll, auch vom Handwerklichen umgesetzt, dass es wirklich mal ja, alles durch die Bank realistisch wirkt. Also das macht diesen Film auch aus. Es ist nichts over the top, nicht so Science-Fiction-mäßig irgendwas eingebaut. Auch hier handwerklich die Action, die vorkommt, ist nicht so viel wie vielleicht in dem ersten Film, aber trotzdem hier und da kommt Action vor, handgemacht, gut gemacht, realistisch, passend zur jeweiligen Situation, treibt es den Film voran, treibt es die Handlung voran, ergibt ein wunderbares, rundum perfektes Bild von diesem Film, ganz, ganz toll. Muss ich wirklich sagen, auch der erste Film, muss ich nochmal kurz erwähnen, auch da, gut, der ist jetzt halt actionmäßig ein bisschen mehr, aber da ist auch alles versucht worden, realistisch zu halten. Das ist ja das Gute, damals hatte man noch nicht so die Computermöglichkeiten, man konnte noch nicht so verrückte Dinge vielleicht machen. Man hat sich ein bisschen zurückgehalten, das Budget vielleicht, hat es auch ein bisschen eingedämmt. Alles handwerklich, dadurch wirkt auch der erste Film in der Action und in der Story realistisch erzählt. Und das eben auch vor allem hier bei diesem zweiten Film, der Staatsfeind Nummer 1. Ja, Schauspieler, wie beim ersten Film schon auch erwähnt, hier auch Top-Besetzung. Gene Hackman macht eine super Sache, auch Lisa Bonet und Will Smith hervorragend in den Rollen, ganz toll. Glaubhaft bringen sie das rüber. Ich sehe immer die Figur, ich sehe immer die handelnde Person in dem Film und achte jetzt nicht auf den Schauspieler, wie der jetzt im realen Leben heißt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass mich der Schauspieler praktisch seinen Namen in Anführungsstriche vergessen lässt und ich die Figur sehe, die in diesem Film handelt, die in diesem Film vorkommt. Ein ganz wichtiger Punkt, was einen guten Film meiner Meinung nach ausmacht. Ja, Regie hervorragend von Tony Scott. Und im Ganzen gesehen, rundherum, über 2 Stunden, bekommt man sehr gute Unterhaltung. Einen Action-Thriller, der bei mir jetzt von der Bewertung her definitiv in der Kategorie 2 ist. Also gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und Kategorie 3, die höchste, meine symbolische Top 50. Ich sag mal, er steht kurz davor. So wie der erste Film kurz vor der zweiten Kategorie steht, beim Lieblingsfilm, so steht dieser Film kurz vor meiner höchsten Kategorie, symbolische Top 50. Ja, ich weiß nicht, habe ich noch nicht so da innerlich platziert, den Film in der höchsten Kategorie. Aber er ist ein toller Film und er ist definitiv, gehört in die Kategorie, in die zweite Kategorie Lieblingsfilm. Er macht einfach rundherum Spaß. Ja, Freunde, das sollen so meine 2 Filmtipps für heute, meine 2 Filmempfehlungen für heute gewesen sein. Tödliche Weihnachten und eben der Staatsfeind Nummer 1. Beide, zusammengefasst kann man sagen, Actionfilme, Action-Thriller. Man muss sagen, durchaus Action-Thriller. Vor allem der zweite ist, sagen wir mal, mehr Thriller als Action. Der erste ist ein guter Actionfilm mit hohem Thriller-Anteil. So kann man das beschreiben. Und aus den 90er Jahren. Und die Action, die man da bekommt, steht typisch für solche Filme aus den 90er Jahren, handgemachte, gute Action, realistisch umgesetzt, nicht zu over the top, aber passend zur jeweiligen Situation des Filmes, also rundherum hervorragend, meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Blick wert, wer die beiden Filme noch nicht kennt, eben für mich, eben von mir diese Empfehlung, schaut mal rein, wenn ihr ihn irgendwo, sag ich mal, zu sehen bekommt oder günstig bekommt, werft einen Blick rein. Es lohnt sich für Fans von diesem Genre definitiv.
Das soll es gewesen sein. Eure Meinung gerne dazu in den Kommentarbereich. Lese ich mir sehr gerne durch. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Filmabend. Mit welchem Film auch immer. Bis die Tage, Freunde. Macht's gut und tschüss.